Herzlich willkommen. Schön, dass so viele da sind. Bin etwas überrascht. Draußen steht ja Volkszählungsworkshop. Also das klingt zwar so ähnlich, aber ich glaube, es ist was anderes, was dort geplant war. Also hier geht es um Volkszähler. Mein Name tut nicht viel zur Sache. Ich bin Justin Abergay. Und was ich eigentlich erzählen möchte, ist über dieses Projekt volkszähler.org. Über Smart Meter möchte ich ein bisschen was erzählen, was Smart Meter an sich sind. Und wie man sich so einen selbst aufbauen kann und warum man sich vielleicht überlegen sollte, ob man sich einen einbauen lässt. Aber keine Angst, kommt jetzt kein Paranoia von wegen Achtung, lasst euch bloß keine Smart Meter aufschwätzen. Soweit geht es nicht. Ich möchte euch nur ein bisschen sensibilisieren, was da passiert, wenn ein Smart Meter bei euch eingebaut wird. Legen wir einfach los. Was ist denn eigentlich ein Smart Meter? Wir sprechen hier von intelligenten Energiezählern. In dem speziellen Fall geht es um intelligente Stromzähler. Also Smart Meter ist eigentlich weiter gefasst als nur das Zählen von Strom, Quatsch, Energie in Form von Strom. Also in elektrischer Form, weil genau genommen dürfte man natürlich auch nicht von einem Stromzähler sprechen. Man zählt ja nicht den Strom, man zählt natürlich die verbrauchte Energie. Trotz allem, wenn man von Stromzähler spricht, weiß jeder, falsches Wort, aber das Richtige gemeint, es geht um elektrische Energie. Das heißt, die Ungenauigkeiten, die schenken wir uns jetzt einfach. Da gehen wir da trotzdem durch, sind wir ein bisschen tapfer. Bisher sieht es so aus, dass die Auflösung, die man derzeit hat beim Bestimmen der verbrauchten elektrischen Leistung, ist es laut genug fürs Band, für die Aufnahmen? Wunderbar, danke. Die liegt ja derzeit bei circa einem Messwert pro Jahr. Das ist wenig, würde ich jetzt mal sagen. Also klar, ihr kennt dieses Ding. Da kommt einmal im Jahr jemand vorbei, schreibt sich einen Wert auf, dann geht er wieder weg und dann schickt er euch eine Rechnung über das, was verbraucht worden ist. Ne? Das heißt, wenn man sich mal kurz überlegt, jetzt aufs Handy übertragen, wird es bedeuten, ihr macht einen Vertrag, dann bezahlt ihr irgendeinen Abschlag im Monat, so als Schätzung für das, was ihr vielleicht vertelefonieren werdet im ersten Jahr. Und dann ist das Jahr vorbei, dann schaut man auf den Zähler, dann sieht man, huch, ihr habt euch ja gar nicht an die Prognose gehalten, das heißt, ihr müsstet jetzt etwas nachbezahlen. Also beim Handy scheint es dann etwas albern und beim Strom passiert es natürlich genauso. Und was also passieren soll, man möchte eine höhere Auflösung haben, was die Anzeige der verbrauchten Energie angeht. Darf ruhig auch mehr als ein Messwert pro Sekunde sein, jedenfalls zumindest einen deutlichen Verlauf, dass man hier jetzt ein Beispiel sieht, über die Zeit aufgetragen, hier 0 Uhr. 5 Uhr, also 5 Stunden circa, und den Verlauf, also verschiedene Phasen. Da haben wir jetzt hier die Heizung, die mal immer wieder mal anspringt und heizt. Und hier, das könnte jetzt ein Kühlschrank sein und so weiter. Dass man den Verlauf der aufgenommenen elektrischen Leistung sieht über die Zeit, dass man da genauer sagen kann, wie setzt sich denn zusammen, was kann ich denn damit anfangen. Warum man unbedingt einen Smart Meter braucht, das kann ich euch sehr gut zeigen anhand dieses schönen Videos. Duscht da, gell? Also jetzt ist klar, spätestens jetzt wisst ihr, dass ihr unbedingt einen braucht. Wie konntet ihr so alt werden ohne? Und so. Aber mal im Ernst, also was möchte man damit tun? Was kann man da außer lustigen Kurven, kann man damit auch andere Sachen machen? Man kann damit sein Stromverbrauchsprofil analysieren. Wie hoch ist denn eigentlich mein Verbrauch im Leerlauf? Also wenn ich nachts im Bett liege, dann schalte ich ja die meisten Geräte eigentlich aus und da verbrauche ich ja wahrscheinlich trotzdem irgendwie noch Strom. Wie viel ist denn das eigentlich und wozu eigentlich, was passiert da überhaupt? Ne? Weil 1 Watt ständig angeschlossener elektrischer Leistung wirkt sich aus mit 8,76 Kilowattstunden im Jahr, sprich 100 Watt Leistung, die man ständig angeschlossen hat, das sind fette 870 Kilowattstunden. Also wenn man den Preis so circa durch 4, ne, so
100 Watt dauernd angeschlossen sind circa 200 Euro im Jahr, so über den Daumen. 180, je nach Anbieter und sowas, klar. Aber das ist eine Zahl, mit der man rechnen kann. Ne? Und 100 Watt, naja, so im Durchschnitt, das ist nicht so aus der Welt. Also das möchte man eigentlich wissen. Wie hoch ist denn meine Grundlast? Weil unter die komme ich ja schon mal gar nicht drüber, wenn ich sage, ich schalte das Licht noch früher aus und mache den Rechner auch wirklich immer aus, wenn ich aus dem Haus gehe. Das hilft ja alles nichts, diese Grundlast, das ist schon sehr spannend. Auch für die Frage, lohnt es sich überhaupt, wenn ich ein Altgerät durch ein neues Gerät ersetze? Klar, da kann man sagen, hauptsächlich ökonomisch, also wirtschaftlich. Ist es überhaupt günstiger, wenn ich da jetzt ein neues Gerät anschließe? Spart es genug? Vielleicht ja. Man kann es natürlich auch aus ökologischer Sicht betrachten, weil natürlich die gesamte Ökobilanz man betrachten könnte. Dazu muss man aber erst mal wissen, wie hoch ist denn der Verbrauch des alten Geräts, um es vergleichen zu können mit einem neuen. Wie hoch ist eigentlich der Anteil an Geräten mit einer hohen Leistung, die aber nur kurz betrieben werden? Ein Backofen, ne, der hat eine hohe Leistung, aber den hat man ja nicht den ganzen Tag an. Den Föhn lässt man auch noch ein paar Minuten laufen. Schwer zu sagen, wie stark sich das auf der Gesamtstromrechnung eigentlich auswirkt. Dann ist natürlich auch so, dass der Energieversorger ganz gerne wissen würde, wie sieht denn das Stromverbrauchsprofil aus, weil der sein Netz damit optimieren möchte. Und damit auch die Versorgung. Das ist ein legitimes Anliegen, das kann ich gut nachvollziehen, dass der Versorger das wissen möchte. Und das ist an sich auch nicht schlecht, weil es auch uns als Gesellschaft hilft, wenn wir da dann dadurch dann Kraftwerke abschalten können, sowas in der Art. So gesehen, legitim ist okay. Allerdings ist das nicht direkt das Interesse des einzelnen Nutzers. Muss man ein bisschen unterscheiden, finde ich. Darüber hinaus ist es so, dass im Energiewirtschaftsgesetz festgelegt ist, dass spätestens bis zum 30. Dezember, steht so im Gesetz, sieht nach einem Druckfehler aus, vielleicht ist es auch einer, aber nicht hier, die Versorger verpflichtet sind, einen Tarif anzubieten, der einen Anreiz schafft für den Nutzer, Energie einzusparen oder den Energieverbrauch zu steuern. Wenn man also das schafft, die Spitzenlastzeiten das zu entschärfen, zu sagen, naja, dann macht das halt nachmittags oder dann nachts, dann ist das gut. Das ist gefordert, einen entsprechenden Tarif anzubieten seitens der Energieversorger, die müssen das anbieten. Was später kommen soll, ist eben die monatliche Stromabrechnung, so wie wir es jetzt schon vom Handy kennen. Also eigentlich, wenn man sich mal kurz durch den Kopf gehen lässt, gar nicht so fernab, diese Idee. Aber ja, also das wird kommen. Ist auch eine gute Sache. Dann hat man eine viel schnellere Rückmeldung, dass man auch sieht, oh, jetzt habe ich Strom gespart. Oder Mensch, da muss ich was tun, dass ich dagegen steuern kann. Wenn ich jetzt einen Verbraucher bei mir laufen habe, der ständig 80 Watt zieht und ich merke das erst nach einem Jahr, naja, dann habe ich entsprechend viel Strom schon verbraten. Und wenn ich es direkt nach einem Monat sehe, wenn ich zum Beispiel rausfinde, dass SMS ins Ausland mehr kosten, das wird mit dem Handy verglichen, dann stelle ich das schneller ab, wenn ich es schon nach einem Monat erfahre. Ganz klar. Gut, jetzt haben wir noch ein paar Stromprofile, da könnt ihr ein bisschen raten, um was es da geht. Also man sieht ja jeweils aufgetragen die Leistung und hier die Zeit, also 2.16 Uhr und 3.40 Uhr, also das sind hier jeweils ein paar Minuten, die hier zwischen den einzelnen Impulsen vergehen. Was könnte das für ein Gerät sein? Genau, Tiefkühlgerät, Kühlschrank, kommt das gleiche raus, genau. Vom Hub her ca. 30 Watt, was das Aggregat verbraucht. Das ist ein Kühlschrank insbesondere, ein Gerät, was eben auch nachts läuft. Ne? Also es könnte auch eine Nachttischlampe sein, die man ständig ein- und ausschaltet, ist schon wahr, unwahrscheinlich. Okay. Würde mich interessieren, die Spezifikation, ja. Nicht zuletzt die Leitung, der Klingeldraht, der buchstäbliche zum, ja, oder die Schütze, die da verwendet werden, um die, ja. Bitte? Klimaanlage, ja. Heizung. Es gibt ein Element in dieser Grafik, das ganz typisch identifiziert, die es relativ klar macht. Aufzug? Ja, auch nicht schlecht, ja. Aufzug könnte es vielleicht auch sein. Ja, ist ein Backofen tatsächlich. Man sieht hier von 20 Grad auf 180 Grad, macht mehr als von 170 auf 180. Ne? Also am Anfang muss er erstmal mehr heizen und wenn dann der Ofen erstmal heiß ist, dann muss er weniger nachheizen, noch das bisschen Wasser verliert. Backofen, ne? Man sieht hier 1700 Watt und auch die Uhrzeit, ne? Natürlich verräterisch. Ja. Ja, aber dann ziemlich lang, ne? Das wäre ein ausgiebiges. Teenager im Haus. Ja, das gilt als Erklärung für alles, ja. Stern.
Wie bitte? Ja, ich glaube, es kommt drauf an. Also, ich glaube, mit 17. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Gut. So, ich habe vielleicht gerade den Ton aus, den brauchen wir nämlich jetzt nicht mehr. Vielleicht fällt ihm nachher noch was ein. Okay, das war natürlich eine schicke Erklärung für Mächte als Zweiter. Zweifamilienhaushalt, das hat mir gut gefallen. Aber nee, das ist die Spülmaschine. Ja, kaltes Wasser, rein damit, aufheizen, spülen und dann nachher raus und dann nachher dann eben nochmal das Gleiche. Also zwei Durchläufe mit Wasser. Was man da alles über Geräte lernt, wenn man sich die Profile anschaut, das ist eigentlich spannend. Das ist jetzt ein bisschen kniffliger. Da helfe ich jetzt ein bisschen. Also hier, das war Licht und Access Point bei mir im Wohnzimmer. Und dann war irgendwann der Akku leer, also musste ich den Laptop an die Steckdose anschließen. Dann ist der Stromverbrauch nach oben gegangen. Und jetzt irgendwie gegen 12 habe ich dann Licht und Notebook ausgeschaltet. Ich bin hier 23.06 Uhr, 30, also hier 12 circa. Und auf dem Weg vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer habe ich so eine funkfernbedienbare Steckdose, die ich dann ausschalte, da hängt der Access Point dran. Das heißt also, Sprachgebrauch ist bei uns, wir schalten das Internet aus, aber das klingt sehr dramatisch. Also da passiert nicht wirklich viel. Also es sind nochmal 10 Watt, die hier dann weggehen. Und dann sieht man ja noch die Ladekurve des Notebook-Akkus. Fand ich auch spannend, weil das nimmt langsam ab. Das heißt, man kann sich das vorstellen, diesen Notebook-Akku, wenn der gefüllt wird, nicht wie ein Tank, der irgendwie vorläuft mit Wasser, sondern eher wie so ein Luftballon. Das heißt, es wird immer schwieriger, da Ladung reinzupumpen. Und das heißt, auch in der ersten Stunde schaffe ich es, mehr Ladung reinzupumpen als in der zweiten Stunde. Useless knowledge oder was, aber war ich überrascht. Na gut.